Ich habe immer noch nichts gegen die, aber warum denn immer noch? Die hatten doch 2014 schon, ich hab nichts gegen die, aber CSD Darmstadt, denen fällt auch nichts Neues ein. Hier, sag mal, du Depp, was erzählst denn du da für einen Quatsch? Das hat schon einen guten Grund, warum die das so genannt haben. So viel hat sich die letzten Jahre gar nicht geändert. Also, was ich die letzten Tage erlebt habe, das erzähle ich dir jetzt mal. Du Arsch. Hallo. Hallo. Sagen Sie mal, was halten Sie eigentlich von Bisexuelle? Von Lesben. Schwulen. Bisexuellen. Ich habe ja immer noch nichts gegen die, aber... Aber die J.K. Rowling meinte ja, in der Natur gibt es nur zwei Geschlechter. Ja, pass auf, das werden immer noch zwei mehr, wie du Gehirnzelle hast, gell? Wenn zwei Typen miteinander rummachen, das ist schon eklig. Aber zwei Frauen... Ach, guck, da wird er schon ganz feucht, der alte Lustmolch, gell? Scheiße. Die können sich echt nicht entscheiden, ob sie homo oder hetero sind. Weißt du, und ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob du dumm oder doof bist. Gott hat was gegen die. Gott hat das so gesagt. Was? Ich soll das gesagt haben? Im Leben nicht. Du musst dir wohl mal gescheit deine Ohren waschen, Bub. Das ist ja nicht gut für Kinder. Ich meine, diese ganzen Nackten und Menschen mit Maske, oder? Hier, also dich will ich noch nicht mal ohne Maske sehen. So. Queer? Ich habe immer noch nichts gegen die, okay? Aber seien wir mal ganz ehrlich, das ist doch nur so ein Modebegriff, oder? Also früher hat es das nicht gegeben. Und deswegen heißt es, ich habe immer noch nichts gegen die, aber...